Für Dreisat ist die islamische Welt, zumindest in der oberbayerischen Provinz, noch in Ordnung. Penzberg, ein Wintermärchen. Die Moschee von Penzberg. Der Imam hat sie zusammen mit einem bekannten bosnischen Architekten gebaut. Kein Fremdkörper sollte sie sein, sondern ein Zentrum der Integration. Deutschkurse finden hier statt. Die Tür der Moschee ist immer offen. Wir befinden uns jetzt im Gebetsraum hier. Und der Bürger, die Menschen, die vor der Moschee stehen, die können auch hier reingucken. Einfach, wenn die Interesse haben, was passiert in einer Moschee, was wird gepredigt in einer Moschee. Der katholische Religionswissenschaftler Jakob Wimmer unterstützt Idris, will gemeinsam mit ihm in München ein Zentrum für den Islam in Europa bauen. Es soll eine Radikalisierung islamischer Gemeinden verhindern und Vorurteile abbauen. Kein leichtes Unterfangen. Bei Leuten, die grundsätzlich der Meinung sind, dass Islam fremd wäre per se und per Definition unvereinbar mit unseren Werten und unserer Gesellschaftsordnung, da ist es dann schwierig, wenn Muslime kein Problem zu verursachen scheinen. Das ist bei den Penzberger Muslimen ganz eindeutig der Fall. Deshalb sind das die eigentlichen Angriffsziele. Über 20.000 Menschen haben Idris Gemeinde schon besucht. Der Imam spricht in Schulen und Kirchen. Dennoch steht er seit 3 Jahren im bayerischen Verfassungsschutzbericht. Weil er mit diesem des Extremismus verdächtigen Islamfunktionär telefoniert hat. Das haben aber auch bayerische Minister. Eine erstaunliche Feststellung. Die Dreisat-Redakteure kannten das Telefonprotokoll des Verfassungsschutzes, da wir es ihnen vor Beginn der Dreharbeiten zugeschickt hatten. Es beweist eindeutig das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Idris und El Zayat. Die Dreisattler haben es ihren Gebührenzahlern dagegen als Allerweltstelefonat präsentiert. Und sie unterschlugen den Zuschauern auch ihr Interview, das sie mit einem Vertreter des bayerischen Verfassungsschutzes geführt haben. Die Aussagen dieser Sicherheitsbehörde, die Idris schon so lange beobachtet, hätten der Pro-Idris-Propaganda wohl zu sehr geschadet. Vorab einige Infos über den Mann, mit dem Idris telefonierte. Im Februar 2007 hat der in Kairo wohnhafte oberste Führer der islamistischen Muslimbruderschaft, Mohammed Mahdi Akef, in einem Interview Ibrahim El Zayat als Chef der Muslimbrüder in Deutschland bezeichnet. Auf der Homepage der Muslimbruderschaft, deren Literatur sich übrigens auch in der Bibliothek der Penzberger Moschee findet, wurde er ebenfalls als Mitglied geführt. Ein ägyptisches Militärgericht klagte ihn im März 2007 zusammen mit 39 Funktionären der Muslimbruderschaft der Nutzung terroristischer Methoden zur Durchsetzung ihrer Ziele an. Am 15. April 2008 wurde El Zayat in Abwesenheit schließlich zu 10 Jahren Haft wegen Geldwäsche zugunsten einer verbotenen Organisation verurteilt. Auf der Liste der verurteilten Muslimbrüder ist er die Nummer 4. Und dieser Ibrahim El Zayat rief Imam Idris am 8. August 2007 an und sagte wörtlich: Sei achtsam, denn Sie sitzen am längeren Hebel. Es ist klar, dass Sie bereits eine ideologische Position eingenommen haben. Was immer du sagst, sie werden dir einen Strick draus drehen. Eine Möglichkeit ist, dass du eine Art Aufsichtsrat einrichtest und in diesen auch Nichtmuslime aufnimmst. Du könntest zum Beispiel auch als Aufsichtsratsvorsitzenden einen Nichtmuslimen einsetzen. Es kann dann aber natürlich nicht sein, dass die sich in die Angelegenheiten einmischen. 5 Tage später. El Zayat ruft Oguz Üçüncü an. Es geht um eine Erklärung des Imams Idris, der zufolge milligörisch verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Was für ein Schwachkopf. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, er hat versucht, das zu relativieren, dann jedoch eingeräumt. Idiot, ich hatte so lange mit ihm gesprochen. Das ist ja nur noch peinlich. Ich werde ihm jetzt 3 bis 4 Geldquellen schließen. El Zayat rief deswegen auch Idris an. Der versuchte sich zu verteidigen. Ich weiß nicht, was ich nun machen soll. Wenn ich das zurücknehme, dann bekomme ich Probleme mit der Regierung. Du musst dich fragen, wer du sein möchtest. Möchtest du jemand sein, der sich gegen die Muslime wendet? Ich sagte doch, dass ich damit nicht einverstanden bin. Aber was ist die Lösung? Du musst wissen, wofür du stehst. Wenn du gemeinsam mit dem Innenministerium der Meinung bist, dass die IGMG verfassungsfeindlich ist, dann kannst du aber nicht damit rechnen, dass dir islamische Organisationen in Zukunft helfen.
Es ist nicht deine Angelegenheit, andere islamische Organisationen zu beurteilen. Ich bin ja deiner Meinung, aber was soll ich denn nun tun? Du musst das richtigstellen. Du kannst ja sagen, dass du sie nicht unterstützt. Aber du kannst nicht sagen, dass sie verfassungsfeindlich sind. Ich habe es aber schon unterschrieben. Dann hast du es eben nicht verstanden. Bereits am nächsten Tag führte Imam Idris die Anweisung von El-Zayat aus, wie der Spiegel in seinem Artikel »Ein Imam im Zwielicht« berichtet. Die Strafpredigt zeigte Wirkung. Am nächsten Tag erklärte die Penzberger Gemeinde, sie distanziere sich von extremistischen Bestrebungen. Man könne sich jedoch nicht die Kompetenz zur Beurteilung der Verfassungskonformität bestimmter Organisationen anmaßen. Ein Text, wie Zayat ihn gewünscht hatte. Ein klares Ober-Unter-Verhältnis. El-Zayat, der Chef, Imam Idris, sein Befehlsempfänger. Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagt, das Problem ist auch, dass Imam Idris einfach gelogen hat. Die Wahrheit ist, dass nicht irgendwer irgendwelche Kontakte pflegte, sondern dass Herr Idris persönlich in ständigem telefonischen Kontakt mit Spitzen dieser radikalen Organisationen stand.